Genau, wir machen weiter mit dem Südkreuz. Genau. Hi. Genau, ich bin von der Gruppe oder dem. Ja, ich bin von Endstation. Genau, und es geht so ein bisschen auch um Südkreuz und wir haben ja jetzt gerade schon gehört, warum Videoüberwachung problematisch ist oder warum es gar nicht den Zweck erfüllt, den es vorgibt zu erfüllen. Und wir wurden heute eingeladen, um so ein bisschen zu erzählen, was wir versuchen zu machen, um eben Videoüberwachung, also gegen Videoüberwachung zu sein oder andere Menschen davon zu überzeugen, auch gegen Videoüberwachung zu sein, um die dann vielleicht irgendwie so ein bisschen abzuschaffen oder dass es weniger davon gibt oder genau, sowas in die Richtung. Und genau, wir haben da so ein paar Aktionskonzepte in der Vergangenheit ausprobiert, die möchte ich vorstellen. Vorher sage ich noch kurz was zu uns und zu dem Pilotprojekt, das am Südkreuz stattgefunden hat. Genau, wir haben uns letztes Jahr gegründet und die Idee davon war eigentlich so ein bisschen, wir saßen halt zusammen, haben Nachrichten gelesen und gesehen, dass dieses Pilotprojekt zur Gesichtserkennung am Bahnhof Südkreuz in Berlin stattfinden soll. Und wie viele von euch haben wir uns wahrscheinlich gedacht, ja, scheiße, da muss doch irgendwer mal was machen. Haben dann geguckt, ob irgendwer was macht. Dann haben so ein paar Leute so ein bisschen was gemacht, aber niemand so wirklich konkret gegen dieses Projekt. Und dann haben wir eigentlich gedacht, wir gründen jetzt irgendwie so ein Bündnis und laden alle möglichen Gruppen ein, die schon aktiv sind, haben allen eine E-Mail geschrieben und gründen einfach ein Bündnis gegen dieses Pilotprojekt. Das hat dann so semi-gut geklappt. So ein paar Leute haben uns geantwortet, viele wollten uns auch unterstützen, aber so richtig aktiv dabei mitmachen wollten nicht so viele und dann sind wir mehr so eine Art Gruppe geworden. Und genau, in der Zwischenzeit, das Projekt ist auch eher so ein bisschen begraben, ist noch ein bisschen unklar gerade, später mehr. Aber genau, jetzt sind wir eher so eine Gruppe, sind gegen Videoüberwachung allgemein, engagieren uns zum Beispiel auch gegen die mobilen Videoüberwachungswegen der Berliner Polizei, die an kriminalitätsbelasteten Orten aufgestellt werden, also am Kotti oder am Leopoldplatz sieht man zum Beispiel immer mal wieder welche. Und allgemein üben wir eben Kritik an unterschiedlichen Videoüberwachungssystemen, machen solche Aktionen, die ich gleich vorstelle, und versuchen auch Leute zu bilden. Das Projekt Sicherheitsbahnhof Südkreuz, wie es genannt wurde vom Bundesinnenministerium, also ist ein Kooperationsprojekt vom Bundesinnenministerium, dem BKA, der Deutschen Bahn AG und der Bundespolizei, lief vom 1. August bis zum 31. Juli 2018 eigentlich und wurde dann aber ohne wirklich große Gründe verlängert nochmal bis Dezember. Das ist die erste Phase davon und in der ersten Phase wurde eben Gesichtserkennungssoftware getestet und zwar die Systeme von Dell, LBEX und L1 Identity Solution. Genau, der Versuchsaufbau war ungefähr so, man hat sich vorher Versuchspersonen ausgewählt, da konnte man dann vorher an so einem Stand von der Bundespolizei sich melden und man wurde gelockt dadurch, dass man Sachen gewinnen konnte. Ich glaube, Amazon-Gutscheine und eine Apple Watch. genau, und alle diese Versuchspersonen haben dann eben auch so ein, ich glaube, RFID-Token bekommen, auf jeden Fall so ein Token, was ziemlich sicher registriert, ob ich mich jetzt gerade an dem Bahnhof aufhalte und zum Beispiel die Rolltreppe runterfahre. Und gleichzeitig war eben eine Kamera auf genau die Rolltreppe gerichtet, beziehungsweise mehrere Kameras an mehreren Orten. Und dann konnte man eben gucken, erkennt das Token, dass ich gerade die Rolltreppe runterfahre, erkennt die Kamera auch das Gesicht auf der Rolltreppe, ist das die gleiche Person? Und dann kann man eben nachher eine Statistik machen, gucken, wie viel Erkennungsrate habe ich, wie viel False Positives habe ich. Genau, jetzt muss man sagen, der Versuch ist eigentlich ziemlich schlecht aufgebaut gewesen schon. Und also es sind eigentlich fast schon Laborbedingungen am Bahnhof Südkreuz. Also zum Bahnhof Südkreuz muss man wissen, der ist komplett neu gebaut worden vor ein paar Jahren. Das ist alles total offen, hell und super einsichtig. Die Kameras zeigen genau auf die Rolltreppe. Auf der Rolltreppe machen die Leute meistens nichts, außer da zu stehen und nach vorne zu gucken. Das heißt, ideale Bedingungen für Gesichtserkennung. Und die Kritik daran ist sozusagen, dass das eben schlecht übertragbar ist auf andere Bahnhöfe zum Beispiel. Also
die Technik an sich ist auch problematisch, aber der Versuch ist so schlecht gemacht, dass die Technik besser wirkt, als sie eigentlich ist. Genau, das Ganze ist noch unter Thomas de Maizière als Innenminister entstanden. Der hat dazu gesagt, diese neue Technik kann in der Zukunft von enormem polizeilichen Nutzen sein und damit einen erheblichen Sicherheitsgewinn für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes darstellen. Das Ganze ist im Nachhinein so ein bisschen ersichtlich aus Anfragen, die gestellt wurden, dass er irgendwann wohl mal in der Bild-Zeitung in einem Interview gesagt hat, ja, wir könnten da ja mal so ein bisschen Gesichtserkennung machen, und dann musste wohl irgendwer sich so ein Gesichtserkennungsprojekt ausdenken. Und das ist jetzt so ein bisschen rausgekommen. Mittlerweile ist auch eher eingeschlafen, weil Horst Seehofer als Innenminister einfach andere Schwerpunkte setzt. Es geht nicht mehr so wirklich um Sicherheit, er ist einfach nur noch gegen Migration. Genau. Es gab allerdings von dieser ersten Phase des Pilotprojekts der Gesichtserkennung gab es dann irgendwann eine Zwischenauswertung, also vor der Verlängerung, und da wurde mitgeteilt, es gab eine Erkennungsquote von 70-85%. Da denkt man sich, ja, na gut. Und False Positives, also wenn Leute erkannt wurden, obwohl sie es eigentlich nicht waren. Also die Idee davon ist halt so ein bisschen, dass man zum Beispiel eine Liste an Gefährdern einträgt, und immer wenn ein Gefährder vorbeifährt, dann stürmt die Polizei raus, nimmt ihn fest oder befragt ihn oder irgendwas dergleichen. Jetzt würde man denken, unter 1%, das ist doch gut. So hat das BMI auch verkauft in seiner Pressemitteilung. Und wenn man jetzt aber mal so ein bisschen überlegt, wie viele Leute laufen dann eigentlich so am Südkreuz entlang, und das sind so ungefähr 100.000 am Tag. Und wenn ich jetzt 100.000 Menschen habe und die durch meine Gesichtserkennungssoftware laufen und ich bin halt irgendwo so knapp unter 1% False Positives, dann komme ich halt am Tag trotzdem auf 1.000 False Positives plus reale Erkennungen, das sind wahrscheinlich weniger. Aber genau, man sieht schon, selbst am Südkreuz, mit der aktuellen Technik zumindest, die sie da ausprobiert haben, ist es eigentlich nicht realistisch möglich, diese Gesichtserkennung so durchzuführen, weil ich kann nicht 1.000 Leute, die von der Treppe runterkommen, alle erstmal eine halbe Stunde einsperren, Perso kontrollieren, gucken, wer ist das und so weiter. Genau, weitere Ergebnisse liegen leider noch nicht vor. Die zweite Phase des Pilotprojekts, das war von Anfang an mit angekündigt, dass man sich das so ein bisschen vorstellt, ist, dass man so Verhaltenserkennung machen wollte, also so Sachen wie eben auch schon angesprochen, abgestellte Gegenstände, wenn man Bereiche betritt, in die man nicht darf oder so, oder sowas auch wie ein typisches Muster von Taschendieben ist zum Beispiel, Treppen immer hoch und runter zu laufen, dabei die Leute einzurempeln und Sachen zu klauen und sowas zu erkennen, das könnte man recht gut machen zum Beispiel. Da gibt es aber aktuell zumindest keine Informationen zu, wann das passieren soll, ob und wie. Genau, das wäre es dann so ein bisschen zum Südkreuz jetzt im Schnelldurchlauf, und eigentlich bin ich ja hier, um über diese Aktion zu reden. Und ja, wir haben irgendwie so ein bisschen so einen kleinen Style für uns entwickelt, was wir für Aktionen machen. Die sind meistens irgendwie so ein bisschen eine Mischung aus künstlerisch, Flashmob, Politikaktivismus, irgendwas. Genau, das war jetzt auf einer Demo, da hatten wir so Klarsichtfolien mit so Schrift drauf dabei. Hier steht, take my face off your database. Genau, und jetzt möchte ich aber so ein bisschen durchgehen, was wir so insgesamt alles so ein bisschen gemacht haben, eine kleine Auswahl. So ein Standardding ist natürlich Flyer verteilen, deswegen hier jetzt als erstes. Also ihr habt vielleicht schon gesehen, diese Papiertüten zum Beispiel sind so ein bisschen so ein Markenzeichen von uns gewesen. Und genau, es folgt jetzt zu jeder Aktionsform immer so eine kleine Auswertung, wie das für uns so klappt. Und Flyer verteilen ist natürlich recht klassisch. Und also wir haben uns zum Beispiel vor eine U-Bahn gestellt. Also U-Bahn ist schon auch eigentlich sinnvoll, weil da gibt es ja auch viel Videoüberwachung. Und der Vorteil ist natürlich, man hat ein enorm breites Zielpublikum. Also in Berlin fährt fast jeder irgendwie mit dem ÖPNV und die erreicht man alle. Man wird irgendwie seine Flyer und den Kram los, weil man hat ja auch irgendwie Arbeit reingesteckt, zu erstellen, und es kostet Geld, die zu drucken, und meistens liegen die ja immer nur rum irgendwo und man wird die nicht los, und das Flyer verteilen doch gar nicht so schlecht. Meistens sind die Gespräche eben leider sehr kurz, weil die Leute keine Zeit haben, keine Lust oder sind halt im Stress,
weil halt eben die nächste Bahn gleich kommt und genau, ganz viele Flyer werden leider einfach weggeschmissen, das ist halt so. Ja, ein Tipp ist, habt irgendwie was Cooles, Innovatives, Neues dabei, so, also zum Beispiel setzt euch eine Papierkühte auf den Kopf, wenn ihr gegen Videoüberwachung seid, dann das klappt irgendwie, dann wollen die Leute wissen, hey, was soll das, warum hat der eine Papiertüte auf, und dann lassen die schon eher anquatschen. Was wir auch gemacht haben, ist, um so diese Kampagne gegen das Pilotprojekt so ein bisschen im Internet auch zu befeuern, haben wir ein Video erstellt. So, ich hoffe, das klappt jetzt. Nee. Ich hatte eigentlich ein Video dabei. Vielleicht können wir das Video auch einfach zum Schluss zeigen. Ich habe es nochmal auf dem USB-Stick dabei. Genau, aber also ein Video, auch ein bisschen simpel eigentlich. Videos sind natürlich wiederverwendbar, man muss nur einmal Arbeit da reinstecken, dann kann ich die ins Internet hochladen oder ich kann die immer mal wieder zeigen und dann ist es danach fast keine Arbeit, also es ist fast irgendwie nachhaltig. Es eignet sich sehr gut fürs Internet, um das irgendwie auf Twitter hochzuladen, auf Mastodon oder sonst wo, wo ihr Lust habt. Man kriegt leider nicht ganz so viel Inhalt in Video und es ist so ein bisschen aufwendig, ist aber schon. Das ist eins meiner Lieblingsprojekte. Ringbahnfahrt haben wir das genannt. Was braucht man dafür? Eine Ringbahn, man geht in den Fahrradabteil, legt einen Teppich aus, stellt irgendwie einen Tisch drauf, man bringt Tee mit, Kekse, was zu knabbern, Flyer, Sticker und so weiter. Und man setzt sich einfach in die Ringbahn und versucht mit Leuten über Politik generell zu diskutieren oder alles Mögliche. Und wir haben eben einmal das gemacht zu automatisierter Videoüberwachung, beziehungsweise auch Gesichtserkennung, wie sie auch am Bahnhof Südkreuz passiert. Das bietet sich ja an, der Bahnhof Südkreuz liegt ja auch am Ring. Und genau, hier sieht man jetzt noch auf dem Bild, wir hatten so eine Stellwand dabei, haben so eine kleine Grafik aufgemalt, so wie verhaltet ihr euch, wenn ihr eine Kamera irgendwo seht? Verhaltet ihr euch anders, passt ihr euch an, fühlt ihr euch eingeschüchtert dadurch? Und genau, solche kleinen Sachen kann man eben noch machen, um die Leute so ein bisschen einzuziehen. Und das hat wirklich richtig gut funktioniert eigentlich. Also das kann ich euch nochmal gerne empfehlen, zu anderen Themen auch, kann man gerne übernehmen. Man hat auch wieder ein sehr breites Zielpublikum, die Leute haben aber deutlich mehr Zeit, als wenn man einfach vor der, vorm Eingang von der Bahn steht. Und man hat wirklich zu allen möglichen Themen überraschend gute Gespräche. Also es kommen, also es liegt auch so ein bisschen daran, dass die Leute manchmal auch merken, worum geht es hier gerade, und wenn die interessiert sind, kommen sie natürlich vorbei. Aber wir hatten wirklich Leute, die sind 3 Stationen mehr gefahren oder manche sind sogar irgendwie eine halbe Stunde Ringbahn einmal außenrum noch mitgefahren, weil sie es einfach so cool fanden, dass irgendwie Leute in der Ringbahn waren und mit ihnen über Überwachung oder irgendwas anderes geredet haben. Genau, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Was wir auch gemacht haben, ist speziell zum Südkreuz jetzt, wir haben eine Kundgebung bzw. einen Aktionstag organisiert. Das ist auch eigentlich ein relativ etabliertes Konzept, also man meldet eine Kundgebung an, hält Redebeiträge. Wir hatten jetzt auch noch Musik und genau, haben hier noch so ein Foto gemacht. Das hier ist eher so von, wir haben auch andere Gruppen natürlich eingeladen, hier das von Digitale Freiheit, Viktor wird ja später auch noch sprechen. Wir haben auch eine Band eingeladen, die Band war auf jeden Fall eine richtig coole Sache, wir konnten einfach mal mit einer Band im Bahnhof spielen. Es war auch ganz lustig, wir haben das dann angemeldet und mit der Polizei abgesprochen, ja okay, ihr dürft spielen, aber unverstärkt und nur so, ja, eine halbe Stunde, und dann dachten die nicht, dass wir mit Schlagzeug und 2 Saxophonen kommen, deswegen haben die gesagt, unverstärkt, und die Deutsche Bahn fand das nicht so gut, dass wir da so laut Musik machen. Genau, aber haben wir dann trotzdem gemacht, war richtig cool, und genau, habe noch ein paar mehr Fotos. Was wir auch gemacht haben, ist Schminken gegen Überwachung. Also es gibt so ein paar Untersuchungen, das lässt sich natürlich nicht so wirklich gut verallgemeinern, aber man kann theoretisch mit diversen geometrischen Mustern im Gesicht verschiedene Gesichtserkennungssysteme austauschen. Also ich kann euch jetzt auch gar nicht versprechen, dass das, was wir da am Tag gemacht haben, wirklich die konkreten Systeme ausgetrickst hat. Aber genau, das haben wir gemacht. Das war auf jeden Fall eine coole Beschäftigung. Der Kamerakopf hier, hier hat Viktor mich gebeten, soll ich extra nochmal sagen, das ist nicht unserer, obwohl der so ein bisschen unser Markenzeichen fast schon geworden ist. Der ist von Digitale Freiheit, den leihen wir uns immer aus. Der ist auch eigentlich richtig cool für solche Aktionen. Und genau,
Also, ja, wie funktioniert so eine Kundgebung? Also prinzipiell war das schon ganz gut. Das hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht, auch mit der Musik und allem drum und dran. Es ist schon eine ganze Menge Arbeit eigentlich. Das Gute dabei ist, man kriegt eigentlich schon immer so ein bisschen Media Coverage. Also bei uns war diverse Presse da, ich glaube RBB, Neues Deutschland, so ein paar Zeitungen. Und also allein dadurch, dass man irgendwie eine Kundgebung anmeldet und nachher eine Pressemitteilung raushaut, dadurch kriegt man schon irgendwie einen Zeitungsbericht, wo einfach nochmal die Inhalte vertreten werden. Mit den Redebeiträgen kriegt man auch nochmal so mittelfiel Inhalte unter, aber eigentlich sind so Kundgebungen schon immer recht selbstreferenziell. Also man bewirbt das irgendwie so in den eigenen Kreisen, dann kommen die Leute, die auch gegen Videoüberwachung sind, und dann hören die sich 5 Video-Redebeiträge an, warum Videoüberwachung doof ist. Ja, also sind halt Kundgebungen, kann man schon auch machen. Wir wollten auf jeden Fall eben, dass es eine Demo oder Kundgebung oder was dergleichen am Südkreuz gegen das Projekt gibt. Was wir auch machen, sind so Workshops. Wir haben zum Beispiel an Unis in so Orientierungstagen öfter mal Workshops organisiert. War so ein bisschen wie, was wir eben gehört haben, so wie funktioniert Videoüberwachung, ist das gut, schlecht, wie nehmen Leute das wirklich so selber wahr, und das geht dann meistens so 2 Stunden. Genau. Das ist natürlich eine Möglichkeit, relativ viel Inhalt unterzubringen, und man hat auch sehr interessierte Leute, die explizit zu dem eigenen Workshop kommen wollen. Ist so mittel viel Aufwand. Genau, ja, ist auch etabliertes Konzept eigentlich. Jetzt wieder was Spezielleres, was wir gemacht haben. Letzte Wochenende haben wir das zum ersten Mal ausprobiert. Wir haben das Kiezspaziergang gegen Überwachung genannt. Und zwar ist das Konzept so ein bisschen, man geht so im Kiez spazieren, also man kann sich manchmal so konkretere Sachen aussuchen. Es gibt ja manchmal Projekte, zum Beispiel am Kurt-Schumacher-Platz wurde mal Videoüberwachung eingeführt, oder hier eben Kotti und Leopold-Platz durch die mobilen Überwachungswegen. Also man geht einfach rum, notiert sich, wo sind welche Kameras, und man kann sich dann auch in Gruppen aufteilen, man kann da auch so ein bisschen Gamification-Aspekte reinbringen, zum Beispiel wer die meisten Kameras findet, kriegt einen Kasten Mate am Ende oder sowas. Und es gibt eben auf OpenStreetMap so ein cooles Feature, dass man, also zu den Sachen, die man normalerweise da eintragen kann, auch so eigene Sachen eintragen kann. Es hat sich so ein Standard etabliert für Videoüberwachung, und der Screenshot hier ist jetzt aus so einer Web-App, die heißt Surveillance Under Surveillance. Und die versucht einfach auf OpenStreetMaps alle Kameras anzuzeigen und bietet so ein bisschen einen Überblick, wo in der Stadt welche Kameras sind. Man kann hier auch, sieht man vielleicht so ein bisschen, so den Winkel eintragen, wo welche Kamera genau hinguckt. Genau, das ist eigentlich echt viel Arbeit, aber man zeigt auch Leuten so ein bisschen konkret auf, was kann man wirklich konkret machen, weil wenn Leute einmal bei dem Workshop waren, dann können die selber danach bei sich zu Hause irgendwo rumgehen, die Kameras eintragen, und man hat wirklich danach am Ende mehr Daten auf OpenStreetMap. Also das ist auf jeden Fall cool. Genau, zusammengefasst zu unseren Aktionsformen. Die Ringbahnfahrt möchte ich auch auf jeden Fall ans Herz legen, der Kiezspaziergang, das sind so ein paar Sachen, die haben echt gut für uns funktioniert. Genau, und ansonsten, ja, hier könnt ihr uns kontaktieren, wir haben so eine Homepage, da gibt es auch das Video nochmal. Genau, mal gucken, ob wir das gleich zeigen können. Und wir haben auch eine E-Mail, wir sind auf Twitter und auf Mastodon, und man kann natürlich auch gerne immer bei uns mitmachen. Genau, schreibt uns einfach eine E-Mail, hallo@endstation.jetzt. Und sonst nehme ich auch, ja, beantworte ich gerne noch ein paar Fragen, wenn noch Zeit ist. Alles klar, vielen Dank für den schönen Vortrag und vor allem für dein Engagement auch. Genau, Fragen. Ja, vielen Dank. Seid ihr jetzt bei der Unteilbar-Demo dabei am 13. und wenn ja, plant ihr eine gute Aktion? Soweit ich weiß, kommen wir auf jeden Fall hin. Wir haben den Termin auf jeden Fall in unserem Kalender auf der Homepage eingetragen. Ich weiß jetzt nicht, was konkret wir machen. Vielleicht sind wir wieder mit Papiertüten am Start. Also die sind wirklich einfach zu basteln, ne? Wenn ihr da auch Lust drauf habt. Einfach im Supermarkt kaufen und dann verteilen wir die vielleicht und haben vielleicht so eine Pappkamera dabei oder so.
Alles klar. Weitere Fragen? Wenn ihr da mit Leuten redet und in Kontakt kommt, was sind denn dann so deren Bedenken oder die Argumente, die die bringen oder die Themen, die sie interessieren bezüglich Überwachung? Ne? Also ganz klassisch ist natürlich so ein, hat man immer viele Leute, die dieses ich habe doch nichts zu verbergen Argument bringen. Und also da spult man mittlerweile einfach auch nur noch so ab, was man sich vorher überlegt hat. Es gibt von Digital Courage auch einen schönen Flyer zu ich habe doch nichts zu verbergen. Und man kann auch so ein bisschen spielerisch dann so, ja, was ist denn die PIN von deinem Bankkonto? Ah ja, hast du doch was zu verbergen? So, gibst du mir dann Facebook-Passwort? Sag mal, kann ich mal die Fotos auf deinem Handy gucken? Und es gibt aber schon auch viele, gerade am Bahnhof Südkreuz, wenn man das anspricht, dass eben so automatisierte Gesichtserkennung, ich glaube, weil das auch so ein bisschen was Neueres ist, dass da schon viele auch skeptisch sind und da auch offen sind für Kritik daran. Alles klar. Wir machen noch eine Frage, würde ich sagen. Hier hinten. Jetzt leider keine Frage, sondern vielmehr eine Anmerkung oder ein bisschen Lob. Du hast gerade gesagt, dass der Aktionstag so ein bisschen zum selbstreferenziellen Event verkommen ist. Dem würde ich eher widersprechen, weil vorher war ja so ein bisschen der politische Tenor, es gibt ja gar keine Kritik, den konnte man dann nachher eigentlich nicht wirklich anbringen. Und außerdem hat der Aktionstag auch Bilder geliefert, die nachher, soweit ich weiß, in ein paar Tageszeitungen zum Beispiel verwendet wurden. Also Bilder für die Diskussion geliefert haben. Und deswegen war das meiner Meinung nach eigentlich doch eine ziemlich gute Aktion. Danke, dass ihr die gemacht habt. Genau, das stimmt natürlich. Ich meinte nur eher auch, wenn jetzt jemand anders eine Kundgebung generell zu irgendeinem Thema macht, ist das potenziell ein Problem, dass eben immer die gleichen Leute kommen und sich die Sachen anhören, wo sie eh schon der gleichen Meinung sind. Aber du hast natürlich recht, ja, also gerade am Südkreuz hat man tatsächlich auch gesehen, dass oft gesagt wurde, ja, es beschwert sich ja niemand. Und also es gab auch wirklich nur immer mal, wenn eine Pressekonferenz von de Maizière war, standen so 30 Leute vorne dran und waren dagegen. Alles klar. Ich würde sagen, wir machen erstmal weiter. Wir haben jetzt noch einen kleinen spontanen Einschub, nämlich von Viktor, der nochmal was zur Unteilbar-Demo sagen wird. Aber nochmal vielen Dank an dich und euer Engagement. Ich habe schon Mikro. Ja, cool. Das ist sehr spontan. Ich dachte, ich erzähle da einfach nochmal kurz was drüber. Der eine oder die andere von euch werden es schon mitgekriegt haben. Es gibt am 13.10. die Unteilbar-Demo hier in Berlin, die anscheinend doch ganz groß werden wird. Es ist ja immer sehr schwierig, irgendwie davor Zahlen zu schätzen. Ich habe gehört, es ist so ein bisschen entstanden aus den Sachen, die da in Chemnitz passiert sind, dass Leute irgendwie gesagt haben, komm, wir machen jetzt irgendwie nochmal eine große Demo irgendwie für eine offene und freie Gesellschaft. Ist da so die Tagline. Konkret steht im Aufruf drin, dass es, ne, so die klassischen Sachen irgendwie so gegen Hetze, für eine andere Migrationspolitik und diese ganzen Sachen, aber eben auch gegen Entrechtung und gegen Sicherheitsgesetze und Polizeigesetze, womit das halt auch für uns alle sehr relevant wird. Also ich weiß nicht, wie es genau passiert ist, weil ich hätte es nicht erwartet, dass das in diesen Aufruf mit reinrutscht. Ist es aber, fand ich sehr schön. Und konkret wird es sogar so aussehen, dass es einen thematischen Block in dieser Demo geben wird, der, ich glaube, Freiheit statt Angst Block, FSA Block heißt. Es ist irgendwie so ein bisschen, es ist, glaube ich, das Freiheit statt Angst Bündnis, was vor ein paar Jahren immer diese großen Freiheit statt Angst Demos organisiert hat. Und da sind einige Bündnispartner dann schon zusammengekommen, die da irgendwie in diesem Block thematisch Sachen gegen Videoüberwachung, gegen Polizeigesetze, prinzipiell gegen Überwachung für solche Sachen machen wird. Ich lese mal kurz vor, wer da schon dabei ist. Entschuldigung. Genau, also bis jetzt sind irgendwie da eingetragen Aktion Freiheit statt Angst, der Berliner Wassertisch, die Deutsche Datenschutzvereinigung, Wir, Digitale Freiheit, LaborNet Germany, die Piratenpartei Deutschland und Hashtag unheimlich sicher. Und die Digitale Gesellschaft, soweit ich weiß, auch. Genau, deshalb, wenn ihr irgendwie euch nach dem nächsten Protest sehnt, dann kommt da einfach alle vorbei am 13. Konkret, was wir machen werden, ist, wir werden da irgendwie einen
Demo-Rave-Wagen irgendwie organisieren. Also wir werden da irgendwie eine dicke Anlage auf den Wagen laden und ganz viel Musik machen und den aber so gestalten. Also unser Wagen ist konkret gegen die intelligente Videoüberwachung am Südkreuz. Da werden wir irgendwie Schilder machen und Redebeiträge und sonst so Zeug, aber halt irgendwie auch einfach tanzen. Das fängt an um 12 auf dem Alexanderplatz und dann ist bis 1 auf dem Alexanderplatz, ich glaube, der Auftakt irgendwie. Dann setzt sich der Zug in Bewegung und es geht bis um 16 Uhr an der Siegessäule und um 17 Uhr ist dann die Abschlusskundgebung vorbei. Ja, wäre schön, wenn ein paar Leute von euch da kommen. So.